US-Präsident Joe Biden sowie sein Amtskollege Volodymyr Zelensky haben am Rande des G7-Gipfels in Italien ein 10-jähriges Sicherheitsabkommen geschlossen. Gemeinsam unterzeichneten sie am Donnerstag ein entsprechendes Dokument. Unser Ziel ist es, die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten der Ukraine langfristig zu stärken. Ein dauerhafter Frieden muss durch die Fähigkeit der Ukraine gestützt werden, sich selbst zu verteidigen und künftige Aggressionen abzuschrecken. In dem Abkommen sagt die US-Regierung der Ukraine unter anderem militärische Hilfen, Kooperation in der Rüstungsindustrie und den Austausch von Geheimdienstinformationen zu. Zugleich wird die Ukraine zu verschiedenen Reformen aufgerufen, etwa im Bereich der Justiz und bei der Bekämpfung der Korruption. Zusagen zum Einsatz amerikanischer Streitkräfte zur Verteidigung der Ukraine enthält das Abkommen erwartungsgemäß nicht.